Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute ist das 15. Tutorial. Ich muss sagen, wir halten durch, obwohl ich gerade so ein bisschen in der Give-up-Stimmung bin. Meine Finger machen nicht mehr, was sie wollen oder sollen. Egal, heute lernen wir einen neuen Akkord, tun ein bisschen bluesigen Groove einüben, und zwar den C7. Folge mein Tutorial und viel Spaß bei der Sache. So, seid ihr bereit? Ich hoffe, eure Ukulele ist in Tune. G, C, Ansonsten stoppt das Video, schnell nochmal tunen und dann geht's los. So, bereit? Gut, wir lernen heute einen neuen Akkord und zu deiner Erleichterung einen Einfingerakkord, und zwar den C7. Und der ist erster Bund, erster Finger, erste Saite. Total easy. Das C können wir ja schon. Dritter Bund, dritter Finger und die erste Saite. Also, ich glaube, wir brauchen nicht viel üben. C7 nennt sich dieser Akkord. Erster Bund, erste Saite, erster Finger. Und klingt so ein bisschen bluesy. Deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen auch gleich eine komplette 7er-Akkordabfolge. Als nächster Akkord ist der E7. Erster Finger, vierte Saite, erster Bund, zweiter Finger, zweiter Bund, dritte Saite. Und der dritte Finger bleibt auch im zweiten Bund in der ersten Saite. Das hatten wir ja schon bereits in den anderen Videos. Ansonsten guckt meine Tutorials. Dort ist auch der E7-Akkord erklärt. Als nächstes haben wir den A7. Erster Bund, dritte Saite, erster Finger. Dann haben wir den D7-Akkord. Zweiter Bund, erster Finger, vierte Saite, zweiter Finger, die zweite Saite. Und dann haben wir den G7, erster Bund, erster Finger, zweite Saite, zweiter Finger, dritte Saite, zweiter Bund, dritter Finger, erste Saite, zweiter Bund. Und das ist alles die 7er Akkordabfolge. C7, also ich wiederhole: C, E, und das G. C, jetzt habe ich falsch gemacht, egal. G7, Wiederholung. C. Noch mal ganze Noten. C, 2, 3, 4. E, 2, 3, 4. A, 2, 3, 4. D, 2, 3, 4. G, 2, 3, 4. Jetzt die halben. C, 2, 3, 4. Was ihr nun üben könnt, ist zum Beispiel, was wir in den letzten Tutorials hatten, den Island Strum. Down, down, up, up, down, up.
ein bisschen bluesy-Feeling. Eins und zwei und drei und vier und so ein bisschen den Shuffle in den Kopf reinkriegen. Eins und zwei. Immer erst langsam üben, 65 BPM, also Beats per Minute, dann 75 und dann 85. Und irgendwann klappt es dann mit der Abfolge. Also ich, wie ihr merkt, knuddel auch noch rum, aber deshalb sind wir ja Anfänger, um gemeinsam zu üben. Lasst mir ein Kommi, wie es euch ergangen ist oder ergeht. Ich freue mich und bis zum nächsten Tutorial, eure Donja. Und wenn du ganz neugierig bist, das ist meine neue Ukulele, weil die Diana war wohl in der Feuchtigkeit zusammengebaut worden. Da hat sich auf einmal die Brücke gelöst und gerissen, obwohl hier optimale Luftfeuchtigkeit im Raum ist. Nun ja, ich bin sehr glücklich. Das ist meine neue Ohana Bari Tenor. Sie hat den Korpus einer Bariton-Ukulele und den ganz normalen Hals einer Tenor. Und ich finde sie einfach wundervoll, auch fürs Picking. Sie singt sehr schön und die habe ich bei Uke Supply alles unten unter meinem Video vermerkt, wenn ihr Interesse habt. Es macht einfach Spaß, die zu spielen. Willst du weitere Tutorials oder mehr PDFs und Sondergeschichten haben, dann werde doch einfach mal ein Patreon. Wir sind gemeinsam in der Community stark und unterstützen uns gegenseitig. Alles Liebe, bis zum nächsten Tutorial, eure Donja.